Hey, was geht ab, Leute? TWT hier. Heute mit einem Top 10 zum neuen Set, The Dark Illusion. Da zeige ich euch wieder mal die meiner Meinung nach besten Karten, begehrtesten Karten, damit ihr dann wahrscheinlich morgen oder Sonntag, kommt drauf an, wo ihr seid, wann euer Shop offen hat, dann auf das Sneak gut vorbereitet seid, wisst, was ihr euch ertauschen, ergeiern sollt, müsst. Wir haben die Woche ja schon die meisten der Themendecks aus dem neuen Set vorgestellt. Schaut die nochmal an, falls ihr das verpasst habt. Ansonsten, die besten Karten sind ja meistens immer einzelne, nicht Themendeck-basierte Karten. Die stelle ich euch heute vor und hoffentlich schaffen wir morgen noch ein TPT React zum neuen Set. Das kommt ja immer ganz gut an. Fangen wir mal an. Da haben wir auf Platz Nummer 10 Blackwing Gofu the Vague Shadow. Wird den Afghanen freuen. Der hat schon richtig gehypt, was er damit alles auspacken kann. Wir werden es sehen. Vielleicht machen wir noch ein Deckprofil mit dem dann. Aber Gofu, echt krasse Karte. Nicht nur im Blackwing spielbar, sondern auch andere Decks können den nutzen. Level 5 Synchro-Tuner kann sich selbst specialen. Und wenn er kommt, erzeugt er auch noch Token. Die Token kann man nicht opfern und auch nicht synchronisieren. Aber man kann die Tokens zum Beispiel schießen mit den Metal Force-Effekten. Und er ist halt auch noch Level 5 Tuner, was Zugriff auf Zolkin gibt. Also echt interessante Karte. Wird nur kommen sein, aber wahrscheinlich die beste kommen. Dann haben wir auf Platz Nummer 9 Shiranui Solitär. Shiranui Zombie-Themendeck, was nicht schlecht eigentlich ist. Baggish hat dagegen sogar nur gedrawt auf der DM. Sollte man echt nicht unterschätzen haben, nehmen ein paar mächtige Karten. Sogar ein Ikarus-Angriff für Zombies, der dann auch noch die Zombie-Effekte von denen aktiviert. Und der ist jetzt so eine Art Lonefire für Zombies, was ziemlich gut ist. Und da hat er auch noch so einen Shiganui-Effekt, der Plus macht. Und der wird ultra rare sein. Dann kommen wir zu Platz Nummer 8. Da haben wir eine neue Trap Hole, und zwar Floodgate Trap Hole. Auch ultra rare. Ist halt besonders interessant mit Grafflesia. Eine weitere Option. Und die ist jetzt so ähnlich wie Book of Moon und Bebende Spiegelkraft. Wenn dein Gegner ein Monster oder mehrere Monster beschwört, kannst du die aktivieren und dann werden alle zugedeckt und die können ihre Position nicht ändern. Interessante Karte, aber zurzeit denke ich mal, hat die keinen Platz im Deck. Aber das ist auf jeden Fall so eine Karte, die kann immer mal auftauchen und dann sehr begehrt sein. Dann auf Platz Nummer 7 haben wir Metal Force Fusion. Nur eine Super Rare, aber ich sag mal, die Schlüsselkarte in dem Deck. Spielt jedes Deck, also jedes Metal Foe Deck einmal. Effekt ist auch ziemlich gut und erinnert mich halt an Shadow Fusion. War auch eine relativ teure Super Rare und halt auch eine der Schlüsselkarten im Deck. Problem ist halt jetzt mit der neuen Seltenheitsverteilung. Super Rares haben an Wert verloren. Ich weiß nicht, wie häufig, wie selten die sein wird und wie begehrt die sein wird. Dann habe ich auf Platz Nummer 6 diese Secret Rare Fallen Karte für Magier getan, Magician Navigation. Magier halt extrem beliebtes Deck. Es gibt immer diese verrückten Sammler und Trader. Spielerisch wollte sich Tati das Deck bauen und er hat es auch ein bisschen gehypt. Ihr kennt ja Tati, der Hyper. Also mich konnte das Deck überhaupt nicht überzeugen und Preis-Leistung ist auch nicht das Wahre. Also viele teure Karten, Secret Rare und auch ältere Karten sind selten und teuer. Und da passt die Karte eigentlich genau perfekt rein, auch Secret Rare. Dann kommen wir auch schon zu den Top 5. Da bin ich auf Platz Nummer 5, Spiral Super Agent, eins der neuen Team Decks. Review haben wir dazu gemacht. Erinnert mich ein bisschen an Farm Girl. Als Cosmo rauskam, waren auch nur Farm Girl teuer und der Rest Rare. Und so ist es auch bei Spiral momentan. Falls das Deck abgehen wird mit neuen Support oder falls jemand ein krasses Deck mit den Spirals findet, dann wird der auf jeden Fall krass abgehen und schadet sich auf jeden Fall nicht, den dreimal ranzuholen. Dasselbe gilt für Platz Nummer 4, Hidden City von den Subterras. Das andere neue Themendeck, man weiß noch nicht genau, welches von den zwei das krasse wird. Vielleicht sogar beide, vielleicht gar keins, man weiß es nicht. Und das wird auf jeden Fall eine der Schlüsselkarten sein, ist eine Searcher-Karte und halt Spielfeld-Zauberkarte. Man weiß noch nicht, wie man das Deck bauen wird und wie oft man die Monster halt spielt. Deswegen ist die sicherste Investition auf jeden Fall die Spielfeldzauberkarte. Dann geht es auch weiter mit den Secret Rares. Auf Platz Nummer 3 haben wir
Coral Dragon, Level 6 Tuner und Synchro, also Synchro und Tuner, sehr interessant. Vor allem jetzt wieder diese ganzen Combo-Decks, auch wahrscheinlich mit Gofu und sowas. Und erinnert halt an Brionak, Wasser Level 6, keine Einschränkungen, wie man ihn beschwört. Und kannst was discarden, um was zu zerstören, anstatt zurückzubouncen. Triggert halt die ganzen Murmel-Effekte, Atlantean. Den wird man dort wahrscheinlich spielen. Wenn der halt für Synchro verwendet wird, kannst du eine Karte ziehen, also da geht auf jeden Fall was. Dann haben wir auf Platz Nummer 2 eine sehr interessante Karte. Cosmic Zyklon, auch Secret Rare wieder. Natürlich, was sonst? Zahl 1000 Lebenspunkte und dann kannst du eine Zauber oder Falle auf dem Feld banishen. Mal schauen, ob sie MST ersetzen wird. Wir haben zurzeit auch noch Twin Twister, also weiß nicht, ob die gespielt wird. Vielleicht auf jeden Fall ein heißer Side-Deck-Kandidat. Mal schauen, ob die 1000 Lebenspunkte es wert sein werden. Zurzeit fällt mir nur Cosmo ein. Gegen Cosmo Town und halt gegen Primo nach. Aber auf jeden Fall eine Karte, die am Anfang richtig gehypt ist. Genau wie die andere Karte. Da, glaube ich, ist der Hype auch gerechtfertigt. Und zwar auf Nummer 1, Pot of Desires. Banish die obersten 10 Karten, face down. Kannst nichts damit anfangen und dann kannst du 2 Karten ziehen. Kannst du einen Pot auf Desires pro Runde aktivieren. Also der Pot wird richtig krass gehypt. Denke mal, der wird, wenn er rauskommt, 100 Euro erreichen. Bin gespannt, wie die Decks den verwenden werden. Ob die Anzahl der Karten in den Decks jetzt auf mehr als 40 steigen wird. Ich bin echt gespannt. Ansonsten war es das auch schon mit der Top 10 von The Dark Illusion. Wie immer könnt ihr unten in den Kommentaren eure Meinung zu der Liste hinterlassen. Eure Favoriten. Auf welche Karten seid ihr gespannt? Welche werdet ihr euch auf der Sneaker geiern? Und all dies das. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Vor allem auf der Sneak. Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.